So, die Chakra-Analyse. Hier, wenn man da draufklickt, bist du durch einige Fragen durchgeleitet. Es gibt momentan 8 Seiten und du klickst quasi immer an 1 für wenig zutreffend oder 5 für völlig zutreffend. Und ja, da kannst du dann mal durchlesen und mal schauen, wo du hier ankommst. Einfach hier immer klicken für die nächste Frage. Wenn du bei der 8 angekommen bist und überall, also du kannst auch eine auslassen, aber je nachdem, ne? Also es dauert ja ein bisschen, bis man da durch ist, weil es ist schon umfangreich, aber wir wollen ja auch wissen, wie der Stand ist quasi. Und dann kannst du auf Zeige das Ergebnis klicken und dann siehst du hier den Balken. Also wenn du maximal hast, wird es dann hier grün. Und hier haben wir eine Empfehlung drin, je nachdem, ja, wenn hier der Wert hoch ist, grüner Bereich, nutze 174 Hertz. Oder wenn der Wert niedrig ist, roter Bereich, nutze 147 Hertz. Also so habe ich es bis jetzt mal gemacht und finde es ganz interessant. Also hier seht ihr dann quasi auch alle 18 Frequenzen, dass sie ihren Sinn haben quasi. Und da könnt ihr mal gerne rumtesten und probieren, ob sich da dann was verändert mal irgendwie. Wenn ihr diesem befolgt, ihr könnt natürlich auch, keine Ahnung, selbst intuitiv irgendwie was machen. Aber so ist mal meine Empfehlung zu der Chakra-Analyse.